Camping, Natur genießen, das kann man doch beispielsweise wunderbar in Waldsee. Claudia Klein ist dort Bürgermeisterin, jetzt auch seit knapp einem Jahr, beziehungsweise vor knapp einem Jahr sind Sie gewählt worden. Da kommen wir gleich mal noch drauf zu sprechen. Aber Camping bei Ihnen natürlich auch wichtig. Wie wichtig ist denn diese Rückkehr zur Normalität auch bei Ihnen im Ort? Naja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Hallo erstmal, guten Abend. Das ist natürlich sehr wichtig. Wir haben immer mehr Öffnungsmöglichkeiten, insbesondere die Eltern, die jetzt so nach und nach wieder die Kinder in die Kita-Betreuung geben können. Oder auch in der Grundschule wird natürlich mehr Unterricht angeboten. Nächste Woche dürfen dann tageweise die ersten und zweiten Klassen wieder starten. Die Sportvereine können langsam wieder im Freigelände ihr Training anbieten. Natürlich alles unter den Auflagen und ohne Körperkontakt. Und auch in den Hallen erarbeiten wir erste Konzepte. Also nach und nach fühlt sich das schon wieder ein bisschen an wie Normalität. Dann können Sie auch Ihren Bürgern und vor allem auch den Gastronomen gleich mal noch eine gute Nachricht unterbreiten, denn soeben auch beschlossen, dass ab dem 10. Juni die Gastro in Rheinland-Pfalz bis 24 Uhr öffnen darf. Momentan ist es ja bis 22.30 Uhr. Kommen Sie auch oder halten Sie da noch ganz gut Schritt, was all die Lockerungen angeht, oder werden Sie auch da manchmal ein bisschen überholt? Ja, wir werden natürlich schon manchmal überholt, insbesondere wenn dann die Pressemitteilungen deutlich vor den tatsächlichen Verordnungen kommen, haben wir hier schon relativ viele Anfragen auf kommunaler Ebene. Aber da muss ich ganz ehrlich auch sagen, sowohl die Bevölkerung als auch die Gastronomen als auch die Vereinsvorsitzenden, Verständnis dafür, dann auch der Verwaltung und mir entsprechend Gelegenheit und Zeit, dass wir dann auch die tatsächlichen Verordnungen und Konzepte umsetzen können und keine Schnellschüsse machen, die dann gegebenenfalls irgendein Risiko beherbergen würden. Ich hatte es gerade eben schon mal gesagt, 26.05.2019, das war der Tag Ihrer Wahl zur Ortsbürgermeisterin. Hätten Sie sich denken können, dass das erste Jahr Ihres Amtes gleich so eins wird? Nein, definitiv nicht. Also das kann ich ganz klar sagen. Wir haben tatsächlich einige herausfordernde Themen aktuell kommunalpolitisch auf unserer Ebene. Aber mit einer Pandemie habe ich definitiv nicht gerechnet. Und das ist auch im Moment eine große Herausforderung, muss ich sagen, das mit der Kinderbetreuung. Ich habe zwei Kinder im Kita-Alter und zwei Kinder im Grundschulalter mit Homeschooling, dann das Ehrenamt noch mit unter einen Hut zu bekommen. Aber da hilft nur eins, viel Flexibilität. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das klappt auch hier in der Verwaltung sehr gut. Da sind alle immer, wenn es passt, wenn Abstimmungsschleifen sind, da wird jetzt auch nicht an Arbeitszeiten konkret festgehalten. Und dann kriege ich Unterschriftsmappen über Nacht oder abends oder am Wochenende oder an Feiertagen. Und so funktioniert das irgendwie, ja. Sie haben das Ehrenamt gerade angesprochen. Sie haben ja ein wirklich reges Vereinsleben in Waldsee. Da gibt es einen Bogenschützenverein, Segeln, Handballverein und. Also die Liste kann man tatsächlich noch weiterführen für den an sich etwas kleineren Ort. Wie rege ist da momentan das Leben? Ja, da ist natürlich jetzt im Moment noch relativ viel eingeschränkt, wobei die Sportvereine, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, in den Außenanlagen jetzt seit kurzem schon wieder angefangen haben zu trainieren mit entsprechenden Hygienekonzepten, die wir auch vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde und auch ich habe sie mit abgesegnet sozusagen. Und sehr schwierig ist einfach noch zu viel Risiko hinten dran. Schwierig ist auch, dass wir aktuell noch keine Versammlungen stattfinden lassen können in der Art und Weise. Viele Vereine hätten jetzt in diesem Zeitraum ihre Mitgliederversammlungen geplant gehabt. Und da müssen alle sich einfach noch ein bisschen gedulden, bis es hoffentlich bald zu weiteren Lockerungen kommen kann. Ja, es geht voran natürlich auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Frau Klein, erstmal herzlichen Dank und beste Grüße nach Waldsee. Vielen Dank. Danke Ihnen.